Spielerinnen und Spieler der Freiburg-Hamburg-Liga. Ihr habt ja letzte Woche bei unserer Klopapier-Challenge mitgemacht und wir sind heute beim Hamburger Handballverband und bei mir ist Knut, Präsident vom Hamburger Handballverband. Hallo. Und der wollte bei der Challenge auch mitmachen, also lass uns mal probieren, ob wir mit Klopapier gut Handball spielen können. Ja, macht schon Spaß mit Klopapier, aber besser wäre eine richtige Band, oder? Ja, stimmt. Hier sind wir hier. Cool. Na, dann werfen wir doch die Bälle in die Tonne, oder? Mal gucken, ob das hinhaut. Klappt nicht so richtig gut mit Bälle in die Tonne. Nee, ich krieg's nicht hin. Nein, nein, so wollen wir es doch nicht machen. Das sind Handbälle. Die gehören ins Tor, doch nicht in die Tonne. Gerade wenn sie noch besonders gut sind. Das sind diese nämlich. Hallo, ich bin Steffen. Ich komme aus Flensburg von der Firma Zeller Logistik. Und wir machen die Logistik für Bummel, sind ein Tochterunternehmen. Und wir haben uns vor ungefähr einem Jahr überlegt, dass Bälle, die vom Kunden zurückkommen, viel zu schade sind, um sie wegzuschmeißen. Kleine Mängel sind doch gar kein Problem für so einen Handball und den kann man immer noch prima ins Tor werfen. Und deswegen bin ich heute hierher gekommen und habe tatsächlich ein paar Bälle mitgebracht. Ja, nicht nur ein paar, wie viel sind das denn? Ja, insgesamt habe ich euch 185 Bälle mitgebracht, die sonst den Weg wahrscheinlich in die Tonne gefunden hätten. Und da das viel zu schade ist, sagten wir, in Hamburg gibt es auch eine prima Liga, die können vielleicht Bälle gebrauchen. Und so sind wir da. Insgesamt befindet sich jetzt hier irgendwo der 1005. Ball mit drin. Das heißt, ich habe ihn. Du hast ihn. Prima. Das heißt, wir haben schon 25 verschiedene Spendenempfänger gehabt. Oder ihr seid die 25. Liga-Schule, die wir mit unterstützt haben. Und wie gesagt, 1005 Bälle sind es mittlerweile geworden, die wir jetzt schon spenden können. Cool, Steffen. Vielen Dank und danke an Zeller. Und ja, liebe Spielerinnen und Spieler, jetzt haben wir euch als Spieler. Wir haben Bälle. Fehlen noch die Hallen. Fehlen nur noch die Hallen und da hoffen wir, dass die nun bald auch wieder aufmachen. Und bis dahin, wir sehen uns. Ciao. Viel Spaß, alles Gute. Tschüss.